Es ist soweit, eine weitere Folge Krauthausen Face to Face. Diesmal aus Dortmund und nicht weit von Dortmund ist Bochum. Und aus Bochum kommt meine heutige Gästin, Anna Ratzbig. Ich bin ja jetzt schon viele Jahre im Bereich Inklusion unterwegs und irgendwann kennt man sehr viele Menschen mit Behinderung und trifft sie dann auch immer mal wieder auf Veranstaltungen. Und ich bin so ehrlich, ich freue mich immer, wenn ich neue Gesichter sehe. Vor ein paar Monaten, Jahren, habe ich dich zum ersten Mal gesehen in Heiligenhaus. Mhm. Und dann dachte ich mir sofort, die will ich kennenlernen und möchte ich gerne in die Sendung einladen. Und bei der Recherche ist mir aufgefallen, wie unfassbar vielseitig deine Kunst ist. Du bist nicht nur Sängerin, sondern auch Schauspielerin. Du bist seit deinem 13. Lebensjahr auf der Bühne. Wie kam das? Das war eigentlich gar nicht geplant. Ich war damals von der 5. bis zur 10. Klasse an der Förderschule. Und die Musikschule hat das Bochumer Modell, wo MusikschullehrerInnen in Förderschulen unterrichten. Dementsprechend habe ich dann dort erstmal mit Klavier begonnen, also hatte Klavierunterricht. Und dann ist die Sängerin dort ausgefallen. Und der Musikschullehrer Mike Horstmann hat mir dann gesagt, ja, kannst du vielleicht mal einspringen? Ja, und dann habe ich es gemacht und der fand das gut, was ich gemacht habe. Und eigentlich wollte ich nie wirklich Gesang machen. Das war mir irgendwie zu mittelpunktlastig. Aber ja, seitdem ich auf der Bühne bin, ist das halt eigentlich Normalität. Du wolltest als Kind nie im Mittelpunkt stehen, ich war da komplett anders. Ja, was heißt nie im Mittelpunkt stehen? Also ich habe viel geredet und kam mit jedem gut klar und das war eher so meine Natur, sage ich jetzt mal. Aber ich habe das jetzt nie empfunden, so ich muss jetzt darum kämpfen, im Mittelpunkt zu stehen oder so. Was ist deine musikalische Ausbildung dann später geworden? Ja, ich habe das mit dem Klavier dann sein gelassen, weil ich gemerkt habe, dass das nicht so für mich war. Und durch das Bochumer Modell bin ich in verschiedenen Ensembles gelandet, der Musikschule, wie zum Beispiel die Big Band Just Fun, das Ensemble Piano Plus, dann noch in diversen anderen Gruppen, wie zum Beispiel auch I Can Be a Translator. Also ich habe jetzt keine Ausbildung oder so gemacht. Ich bin noch Studentin und studiere Soziale Arbeit und wollte das dann halt später noch mit Musik verknüpfen. Das heißt quasi dann ein Zweitstudium drauflegen? Genau. Okay. Du hast gerade das Projekt genannt, I Can Be Your Translator, wo du Mitperformerin bist, Sängerin, Schauspielerin. Und da schauen wir uns mal einen Ausschnitt an. 8 Jahre her, 2015. Ja. Das heißt, Displays Marilyn Monroe. Okay, hier. Ich stehe früh am Morgen auf, springe meine Klamotten, sammle mein Zeug zusammen, springe in den Wagen und ich habe einen Fahrer. Er bringt mich dann ins Studio. Und dann habe ich da jemanden, der auf mich wartet und mir mein Frühstück macht. Und sie fangen mit den Haaren an und dem Make-up. Und ich esse, während sie mir die Haare machen. Nun, ich denke nicht, dass ich immer zu spät bin, aber vermutlich ist das so, weil ich nicht so schnell sein kann, wie andere Leute es sind. Eines meiner Probleme ist, dass ich immer zu spät komme. Ruhm. Und glücklich sein, so scheint es mir, ist mit Sicherheit temporär. Vor allem glücklich sein. Ruhm, das ist viel Kaviar. Es ist gut, viel Kaviar zu haben, Tag ein, Tag aus. Zu viel Kaviar. Und nun, es geht um viel Neid. Was glaubt sie, wer sie ist? Marilyn Monroe? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday. Jetzt ist ja Klavierspielen und Singen auch etwas, was man oft auf Bühnen macht, so wie Schauspielerei. Trotzdem ist es ja was anderes. Anders nicht wirklich was, nur dass ich mich halt nicht als mich selbst präsentiere,
sondern als ein neuer Charakter sozusagen. Und das ist auch mal was ganz Spannendes und ganz Neues gewesen, weil man da halt ausbrechen kann und man nicht unbedingt man selbst sein muss, sondern man spielt ja einen Charakter. Und das finde ich auch ganz cool, mal irgendwie verschiedene Facetten von mir selbst mal zu entdecken. Nach einem Bundesfreiwilligendienst an einer Musikschule hast du studiert, und zwar soziale Arbeit. Und du hast jetzt deine Bachelorarbeit abgegeben. Was war das Thema deiner Bachelorarbeit? Die Bedeutung der Anbindung von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung in den ersten Arbeitsmarkt am Beispiel von Künstlerarbeitsplätzen. Und was hast du herausgefunden? Dass es unfassbar schwierig ist, das so zu etablieren. Allerdings sind sehr, sehr viele Vereine und sehr, sehr viele Projekte gerade in Gange, das zu schaffen, dass Menschen mit Behinderungen das Potenzial auch dazu haben, irgendwie durch Künstlerarbeitsplätze an den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Weil, was ja oft viele Leute nicht wissen, ne, dass dann so Theaterkombos oder Musikkombos von behinderten KünstlerInnen sehr häufig in Werkstattkontexten stattfinden und dann weniger als den Mindestlohn verdienen, beispielsweise, und dann eigentlich das ganze Geld die Werkstatt bekommt, aber die Beschäftigten dort eben nicht. Im Vergleich zu freien KünstlerInnen, die Gage, wenn sie dann eine bekommen, der Markt ist sowieso schon immer wahrscheinlich nicht so einfach und fast prekär, dass die aber dann trotzdem mehr verdienen können, wenn sie frei arbeiten. Es geht halt hauptsächlich um die Grundsicherung und dass es schwierig sein kann, vor allem für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, eine Grundsicherung sich selbst zu überwinden und zu schaffen. Aber da gibt es trotzdem noch Möglichkeiten, die man nicht in Betrachtung zieht. Und daran sollte man vielleicht erst mal arbeiten. Wie groß, glaubst du, sind die Verhinderer in den Werkstätten zu finden, also die Leute, die Werkstätten leiten, führen, betreiben? Oder ist es wirklich, dass die Kunst von behinderten KünstlerInnen nicht als gleichwertig gesehen wird? Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute auch, die diese Werkstätten betreiben, gar nicht wollen, dass die guten KünstlerInnen gehen an den allgemeinen Arbeitsmarkt oder so. Na, ich sag mal so, die Leute, die in der Werkstatt arbeiten, haben ja auch nur den Job, wenn da die Leute sind. Genau. Also ich bin mir zu 100% sicher, dass es für viele Menschen vielleicht genau das Richtige ist. Allerdings bin ich auch der Meinung, dass sehr, sehr viele Menschen unterfordert sind und irgendwie gar nicht selbstständig in der Lage dazu sind, vielleicht die Bedürfnisse zu äußern und zu sagen, dass eine gewisse Unterforderung stattfindet oder so. Und dass es in der Hinsicht viel, viel mehr Menschen geben muss, die vielleicht einen genauen Blick darauf haben und sagen, ja, die Person hat vielleicht das Potenzial dazu, musikalisch tätig zu werden oder schauspielerisch oder künstlerisch, was auch immer. Also Talentscouts von außen. Ja, genau. Und das passiert ja manchmal jetzt. Also, wie gesagt, ich bin in einem Verein momentan, Gesamtkunstwerk e.V., die setzt sich halt hauptsächlich dafür ein, dass Menschen Künstlerarbeitsplätze sozusagen bekommen und teilweise an Außenarbeitsstellen arbeiten können. Zwar immer noch mit dem Gehalt wie von einer Werkstatt, allerdings sind dann halt die Bedürfnisse an erster Stelle gestellt. Und das ist so der erste Schritt, sage ich jetzt mal, in die richtige Richtung. Was genau ist eigentlich dein Beruf? Musikerin oder Sozialarbeiterin? Also, weil du arbeitest beim Gesamtkunstwerk e.V., aber bist du da Musikerin oder arbeitest du dort? Sowohl als auch. Ah, ja. Also wir haben halt zwei Tage in der Woche, jeweils montags und freitags. Montags sind wir mit Seminaren zugange, heißt, wir sind an der Dortmunder Musikschule und geben dort Seminarunterricht für die EVH. Und nachmittags sind wir dann an der TU Dortmund und haben dann dort auch Seminare für die Studierenden. Und dort ist dann meine Aufgabe, im Gesangsbereich musikalisch zu arrangieren und den Leuten zu zeigen, wie man mit vier Akkorden durch die Musik kommt. Und freitags ist unser Probentag. Da machen wir neue Songs, proben für die nächsten Konzerte, üben nochmal an unseren Skills. Aber das ist ja eigentlich eine interessante Kombo, ne? Also die soziale Arbeit zu verbinden mit der Kunst im gleichen Verein ist ja eigentlich ein perfekter Match. Definitiv, da bin ich auch sehr, sehr glücklich drum. Du möchtest jetzt nach dem Bachelor an eine Musikhochschule gehen. Und was mir gar nicht so klar war, dass wenn man Jazzmusik lernen will an der Uni, das richtig harte letztendlich Vorbereitung auch erfordert. Und
Monate, jahrelange privat finanzierte Übungstrainings bekommen, um überhaupt aufgenommen und ernst genommen zu werden. Was musst du alles tun? Man muss Noten lesen können, man muss Töne raushören können, man muss vom Blatt singen können und so weiter. Und die Aufnahmeprüfungen sind halt sehr hart. Das finde ich aber auch gut, dass es halt für jeden Menschen gleich ist. Und ich finde, das ist dann auch nochmal so ein Ziel, was man erreicht für sich selbst, um sich zu beweisen, dass man genauso gut sein kann oder vielleicht sogar besser. Viele meiner Gästinnen erzählen aber gleichzeitig auch davon, dass sie oft das Gefühl haben, dass sie über ihre Grenzen gehen müssen, um überhaupt genauso gut gelesen zu werden wie nicht behinderte Menschen in ihrer Arbeit. Mhm. Erlebst du das auch? Ja, definitiv. Also ich habe das schon von Kindheit an erfahren müssen. Ich bin ja aus Georgien hergezogen mit 5 Jahren, kam dann ein halbes Jahr in den Kindergarten, musste dort einen psychologischen Test machen, dass ich kognitiv in der Lage dazu bin, an eine Regelschule gehen zu dürfen, was ich auch bestanden habe. Und in der Grundschule hatte ich tatsächlich sehr, sehr viele Menschen gegen mich, weil die der Meinung waren, dass mein Deutsch sehr schlecht ist und ich im Rollstuhl sitze und es nicht verdiene, auf eine weiterführende Regelschule gehen zu dürfen. Dementsprechend bin ich dann an die Förderschule gegangen und habe dort von der 5. bis zur 10. Klasse dann meinen Hauptschulabschluss gemacht und bin dann an die Volkshochschule nach Essen und habe dort meinen Realschulabschluss mit Qualifikation nachgeholt und bin dann aufs Gymnasium, habe dort dann mein Fachabitur gemacht und durch mein BFD dann sozusagen mein vollendetes Fachabitur bekommen, um dann studieren zu gehen. Und unfassbar. Wie viele Jahre warst du denn dann in der Schule? Ich habe mein Abi mit 21 bekommen. Ja, also auf jeden Fall. Also ich habe 2 Jahre verloren, sozusagen, dadurch, dass ich im BBW war. Und genau. Krass. Aber das sind halt so Sachen, wenn die Leute sagen, du schaffst es nicht, kann das so gut als auch als Motivation gelten. Und ich hatte sehr, sehr viele Menschen, hauptsächlich auch aus der Musikschule an meiner Seite, die mich immer gefördert haben und die immer gesagt haben, nee, das musst du jetzt zu Ende bringen. Und wenn du das nicht machst, dann kannst du da nicht hin. Und ohne diese Menschen und vor allem auch ohne meine Mutter, die mich da sehr vielen Grenzen ausgesetzt hat, wäre ich, glaube ich, nicht zu dem gekommen, was ich jetzt mache. Das neueste Stück von I Can Be Your Translator ist die Parodie einer Spielshow, wo ihr aber ein doch sehr ernstes Thema behandelt, nämlich die ungerechte Entlohnung von Menschen mit Behinderung in Werkstätten. Was genau kritisiert ihr da? Wir kritisieren nicht nur das mit dem Gehalt, sondern wir kritisieren auch, dass alle Menschen auf der Bühne dasselbe tun und das Publikum sich trotzdem für den behinderten Menschen entscheidet. Wir haben mehrere Etappen, müssen zum Beispiel 4 Minuten weinen auf der Bühne, 4 Minuten eine Rede halten, wir müssen singen, wir müssen ein Spiel spielen. Und das Publikum entscheidet durch die Lautstärke des Klatschens, wie viel Geld die Person am Ende des Tages bekommt. Und es ist halt immer dasselbe, dass Linda Fisan, die Frau mit Trisomie 21, immer am lautesten Applaus bekommt in jeder Kategorie. Und dementsprechend wollten wir durch das Stück zeigen, wie kontrovers unsere Gesellschaft eigentlich ist, zu sagen, ja, wir ermöglichen Teilhabe, wir wollen Inklusion. Aber trotzdem, wenn man dieselben Sachen tut, ist der behinderte Mensch immer derjenige, der etwas mehr Applaus bekommt. Wie das aussieht, das Stück, schauen wir uns jetzt an. Guten Abend. Mein Name ist Philipp und eine meiner hervorstechendsten Eigenschaften ist mein sprühender Charme. Und lassen Sie mich in dem Zusammenhang sagen, was für ein wunderbares Publikum ich Sie schon jetzt finde. Ich vertrete heute gleich 3 Kolleginnen, 2 davon sind schwanger und 1 in Österreich. Guten Abend, mein Name ist Anna und was ich besonders gut kann, ist Mitleid erregen. Mein Motto ist Keep on Rolling. Ich heiße der Hund. Bin der Hund. Mich bringt ihn nicht aus der Ruhe. Ich bin ein kleines Kerlchen. So. Ich
Ich bin die Linda. Ich kann alles. Fast alles, was ich gut kann, ist gewinnen. Ja, schönen guten Abend. Ich bin Christoph. Was ich besonders gut kann, ist, mich für eine Sache zu entscheiden und diese dann konsequent durchzuziehen. Und manch einer sagt mir auch, nach unendlicher Ekstase. Wenn wir uns das jetzt so anschauen, dann hat sie den meisten Applaus bekommen, aber sie bekommt trotzdem am wenigsten Entlohnung an Geld. Darin steckt ja auch nochmal eine ganz andere Ungerechtigkeit. Genau, zum Schluss des Stückes erzählen wir, dass eine Person mit kognitiver Beeinträchtigung, die in der Werkstatt angestellt ist, nicht so viel Geld verdienen darf, weil sonst die Grundsicherung sagt, ja, wenn ihr mehr Geld verdient, dann ziehen wir euch hier wiederum was ab. Ich sehe das sehr, sehr kritisch, muss ich sagen. Also ich finde es super, dass es Behindertenwerkstätten gibt und dass die Menschen sich dafür einsetzen, dass eine lebenslängliche Sicherung vorhanden ist und ein gewisser Schutz. Allerdings finde ich, dass man den Menschen auch viel Selbstständigkeit nahebringen sollte und dass es mit Hilfen funktionieren kann, dass man sich das Leben finanzieren kann. Eine spannende Frage, die wir immer mal wieder hier in der Sendung diskutieren, ist, woran erkennt man ehrlichen Applaus oder ehrliches Feedback? Also wird die Kunst bewertet oder eben, wie du sagst, die Behinderung, dass man dann extra bewundert und extra klatscht? Woran merkst du, ob das Feedback ehrlich ist? Per se merkt man das nicht. Wobei ich sagen muss, dass ich das auch sehen kann, wenn ich auf der Bühne stehe. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Inklusionsveranstaltung. Und alle gehen davon aus, ah, die Behinderten, die spielen uns jetzt was vor. Und das wird richtig schön. Und gibt man denen eine Rassel in die Hand. Und die machen was Tolles. So, und so Kindergeburtstag. Genau, genau. Ja. Und dann steht man auf der Bühne und wir sind jetzt zum Beispiel eine Big Band mit semi-professionellen, mit professionellen MusikerInnen, mit Menschen mit Behinderung, mit Menschen ohne Behinderung und das ist alles so divers. Und dann spielen wir aber was richtig Gutes auf einer sehr, sehr professionellen Ebene und du siehst, wie sich deren Gesichter verändern. Also alles fliegt ihnen aus dem Gesicht und das ist der schönste Moment für mich, weil ich mir denke, ja, ihr habt euch geirrt, aber jetzt könnt ihr sehen, dass das auch anders funktioniert. Mhm. Und da weiß ich, dass die begeistert sind und die Begeisterung echt ist. Und nicht, weil Menschen mit Behinderung auf der Bühne sind, sondern weil gerade was Großes auf der Bühne passiert. Ich hatte zuletzt ein sehr spannendes Gespräch mit Anna Spindelndreier, die ja Fotografin ist mit Behinderung. Und wir haben darüber gesprochen, ob man als behinderte Künstlerin auch eine gewisse Verantwortung empfindet, jetzt irgendwas zum Thema Inklusion zu machen. Einfach, weil man selber betroffen ist, weil man ja auch eine gewisse Expertise mitbringt und dann quasi in das Feld Kunst mitbringen kann. Aber gleichzeitig hätte man ja genauso das Recht, keine Ahnung, wie Wolfgang Schäuble, ein schwieriger Politiker zu werden, der nichts mit dem Thema Behinderung zu tun haben will. Empfindest du da eine gewisse moralische Verantwortung? Ich sag mal so, als Person des öffentlichen Lebens, sobald man auf der Bühne steht, hat man immer eine gewisse Verantwortung. Das, was man sagt, das, was man tut, das wird in die Öffentlichkeit geraten und viele Menschen kriegen davon mit. Und vor allem ich als Person mit Behinderung kann für andere Menschen sowohl ein Vorbild sein als auch ein kritischer Punkt. Aber Frau Merkt, Irmgard Merkt, sie hat gesagt, wir haben Inklusion erst erreicht, wenn wir davon nicht mehr sprechen müssen. Genau. Und so sehe ich das auch. Also es ist wichtig, über Inklusion zu sprechen. Es ist wichtig, Veranstaltungen zu machen und wichtig, das zu etablieren. Aber man sollte aufhören, das als Hauptpunkt zu nehmen, sondern eher die Menschen dahinter zu sehen und zu sagen, ja, wir haben jetzt eine Veranstaltung, aber nicht, weil wir Inklusion nahebringen wollen, sondern weil wir Menschen zeigen wollen, die haben Talent und die haben Bock und die wollen euch jetzt hier das präsentieren, was sie in den letzten Wochen geübt haben. So. Klar. Und da sehe ich eher so meinen Teil drin, dass ich versuche, nicht mich als Behinderung in den Mittelpunkt zu stellen, sondern mich als Musikerin und vielleicht auch Empowerment für andere Menschen.
dass du das machst, finde ich sehr beeindruckend, weil man denkt so, ja, okay, macht halt Musik und singt. Ne? Du bist aber in 7 verschiedenen Bands unterwegs. Wie behältst du da den Überblick, terminkalendermäßig? Hast du ein Management? Managst du das noch alles selbst? Ich habe so viele Fragen. Ja, einen Terminkalender habe ich und da trage ich mir so gut es geht auch was ein. Ich bin aber ein Schlunz, was das angeht. Dementsprechend die Leute, die bei Gesamtkunstwerk mitarbeiten, da haben wir ja Organisatoren, die sind so nett und schreiben mir auch hin und wieder mal eine Erinnerungsmail. Wo bist du? Ja, nächste Woche hast du da einen Gig und wieder eine Probe oder so. Aber ich versuche es größtenteils selbst zu managen. Meistens vergesse ich viele Dinge und dann, man kommt schon ein bisschen durcheinander, aber es ist noch überschaubar. Ich weiß, das mögen KünstlerInnen immer nicht, wenn man sagt, oh, dann sing doch mal was vor kurz. Deswegen lasse ich diese Frage und wir schauen uns einfach einen Einspieler an. Sehr gut. Von Studio 13 Jazz. The fallen leaves drift by my window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I hear old winter song. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, the fallen leaves drift by my window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the summer hands I used to hold. Das ist ja richtig Arbeit. Man denkt immer, oh, wie schön, wir alle sind so glücklich, aber dafür hast du ja jahrelang trainiert. Was tust du für deine Stimme? Ich habe Gesangsunterricht. Wie oft? Einmal die Woche. Aber dadurch, dass ich halt in den Bands auch bin, habe ich ja auch Übung. Donnerstags habe ich immer Gesangsunterricht, montags, mittwochs und freitags habe ich immer Proben. Wow. Und Wochenende meistens Konzerte oder Zusatzproben. Dementsprechend bin ich eigentlich nur im Singen. Ich muss halt aufpassen, dass ich mich immer einsinge und absinge. Das habe ich nämlich sehr, sehr lange Zeit nicht gemacht. Das ist wie beim Sport machen, warm machen? Warm machen, genau. Okay. Dementsprechend muss ich jetzt oft darauf aufpassen, dass ich halt viel Wasser trinke, viel Tee und mich immer einsinge. Das ist dann natürlich auch mehr Zeit, die man aufwenden muss. Das Ganze ist ja ein vollgepackter Kalender. Mhm. Proben, nochmal Proben, trainieren. Konzerte, Auftritte, nebenbei arbeiten, studieren. Hast du noch ein Privatleben im Sinne von, hast du noch Zeit, um Freunde zu treffen und Familie und all die Dinge, die auch wichtig im Leben sind? Ja, also ich wohne praktisch gegenüber von meiner Familie. Dementsprechend kann ich sie zwischendurch sehen. Und Freunde sehe ich meistens nachts. In Clubs, genau, weil ich bin ein sehr, sehr nachtaktiver Mensch. Ich schlafe tagsüber sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Dementsprechend bin ich dann meistens am Wochenende hauptsächlich feiern. Und dann nehme ich es auch gerne in Kauf, wenn ich mal irgendwie einen Gig oder eine Probe am nächsten Morgen habe, dass ich das trotzdem mache und dann zwar müde dahin gehe, aber Freunde sind mir schon sehr, sehr wichtig. Und dementsprechend gehe ich halt auch abends gerne feiern oder aus, weil ich weiß, da habe ich dann zumindest die Nacht. Da ruft keiner an. Da ruft keiner an, nee. Der Sänger Felix Brückner von der Band Fields, den kennst du vielleicht, der hat auch mit mir darüber gesprochen, dass viele Clubs zum Beispiel gar nicht barrierefrei sind.
Wie ist das da bei dir in Bochum, Dortmund und Umgebung? Bochum ist ziemlich barrierefrei, muss ich sagen. Also auch die Clubs? Ja, da gibt es sehr, sehr viele Clubs. Und ich glaube, ich bin jetzt in dieser Clubszene, seitdem ich 18 bin. Und man kennt dich. Man kennt mich in den Clubs, man kennt mich hauptsächlich aus den Clubs. Und mittlerweile kenne ich auch sehr, sehr viele BetreiberInnen, die dadurch, dass ich dann irgendwie mal angemerkt habe, ja, vielleicht fehlt hier so eine barrierefreie Toilette. Vielleicht. Dass die das umgesetzt haben. Und das fand ich ganz cool. Also meine Freunde sind auch diejenigen, die dann sagen, wenn es nicht klappt, klappt es trotzdem. Die schleppen mich dann auch 4 Etagen nach unten oder nach oben. Mhm. Und das macht man gerne, solange sie nicht besoffen sind. Ja, definitiv. Aber einigen Menschen vertraue ich auch, wenn besoffen. Sie das eine Glas zu viel getrunken haben. Okay. Felix jedenfalls engagiert sich sehr stark auch im Bereich Clubs barrierefrei machen. Du hingegen hast gesagt, dass du es nicht mehr hören kannst, wenn jemand zu dir sagt, dass du es total bewunderst, dass du trotz deiner Behinderung normal feiern gehst. Ich kann das ehrlich gesagt total nachvollziehen. Weil natürlich wollen wir genauso Spaß am Leben haben wie nichtbehinderte Menschen auch. Was glaubst du, meinen die Menschen eigentlich, wenn sie das sagen? Ich glaube, das ist gar nicht böse gemeint. Und ich glaube, dass sie vielleicht Menschen im Rollstuhl vor allem selten sehen auf Partys, weil viele sich das nicht trauen. Ich glaube, sehr vielen Menschen ist auch gar nicht bewusst, was für ein Gedankengang dahinter steckt. Also auch so dieses, wie komme ich dahin? Ist der Weg allein schon barrierefrei? Komme ich da mit Bus, Bahn etc. hin? Wie ist der Eingang? Gibt es da eine Toilette für mich? Wie komme ich wieder nach Hause? Das sind so Sachen, mit denen sich nichtbehinderte Menschen gar nicht auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, das ist dann der Grund, warum das so viele Menschen bemerkenswert finden, wenn man das dann trotzdem macht. Aber ich finde das wichtig, weil dadurch, dass Menschen das öfter sehen, gewöhnt man sich halt auch irgendwann dran und dann kommen nicht mehr solche Sachen wie, ich find's richtig toll, dass du hier bist. Das sage ich dann immer meistens zurück. Ich find's auch richtig toll, dass du hier bist. Genau. Und dann, ja. Ein anderer Satz, den ich überhaupt nicht leiden kann, ist, darfst du eigentlich trinken, wenn du fährst? Ja, das kann ich auch ziemlich oft. Ich sag dann immer, nein, darf ich nicht, weil ich muss noch fahren. Mhm, genau. Ja, genau, das sage ich auch regelmäßig. Ja. Dann überlegen die kurz und denken, schwierig. Und sie wissen dann auch gar nicht, ob sie lachen dürfen oder nicht. Ja. Aber mir ist das eigentlich. Zurückfragen ist aber auch super. Ja, darfst du denn trinken? Wenn du läufst, so. Ja. Da passieren ja die meisten Unfälle. Oh ja, ne? Definitiv. Also die können das Gleichgewicht verlieren. Genau. Und wir sitzen ja immerhin schon. Liebe Anna, es hat mir eine große Freude gemacht, dich hier als Gästin begrüßen zu können in Dortmund im Kulturort Depot. Danke auch meinerseits. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, gerne auch mal in Berlin. Da lade ich dich herzlich zu ein. Und für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Krauthausen Face to Face.